Hi, ich bin Alex und ich bin der Gründer von StoryMinds. Wie würdest du das Five Figures Coaching jemandem erklären, der es noch nicht kennt? Man lernt ziemlich viel Sachen, von denen man nicht gedacht hätte, dass man sie als Kreativer braucht. Und man lernt ziemlich viele coole Leute kennen, die alle ähnliche Probleme und alle ähnliche Stories haben. Und das ist ganz spannend. Wie würdest du persönlich den Support und den Umgang von und mit Gordon beschreiben? Den Umgang bzw. den Support finde ich ziemlich cool. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe und da kann man Gordon auch zu sehr unchristlichen Uhrzeiten nerven tatsächlich. Was hat dich am Five Figures Coaching überrascht? Am Five Figures Coaching überrascht hat mich vor allen Dingen, wie schnell man mit wenigen Stellschrauben zu guten Ergebnissen kommt. Das hat mich überrascht. Wie schnell hat sich dein Denken seit dem Five Figures Coaching verändert und was hat sich geändert? Ich bin ja ein relativ kreativer Mensch und gerade, glaube ich, kreativen Menschen fällt es schwer, so Struktur in eigene Prozesse zu bekommen und quasi auf Kurs zu bleiben. Und das hat sich krass verändert, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe so ein ganz klares Ziel und ganz klare Ideen, wo ich hin will. Was ist für dich der Unterschied vom Five Figures Club zu den vorherigen Coachings von Filmmaker Marketing? Ich war ja circa zwei Wochen in dem anderen Coaching, in dem Pro-Coaching, und wir haben einfach relativ schnell festgestellt, dass ich quasi schon andere Themen habe, auch gerade so umsatztechnisch schon irgendwie ein bisschen weiter bin, und deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das mehr Sinn macht, und es ist halt sehr viel persönlicher und sehr, sehr viel zielgerichteter und individueller. Inwiefern hattest du Ängste, Zweifel, bevor du das Coaching angefangen hast, und was hat dir Sicherheit gegeben? Also zunächst einmal ist Gordon ein sehr guter Verkäufer. ich glaube, am Ende hat man immer Schiss, große Investments zu machen. Also Geld in die Hand zu nehmen und quasi auch selbst wenn es in die eigene Karriere ist, zu investieren, ist immer schwierig. Und gut ist aber, wenn einem der Gegenüber die Gewissheit gibt, dass das sinnvoll investiert ist. Und das war relativ schnell klar, und das sieht man auch an den Leuten, die da sind. Für wen sind die Inhalte des Five Figures Coachings geeignet? Ich glaube, geeignet sind die Inhalte vor allen Dingen für die Leute, die schon so ein bisschen über dieses "Ich bin jetzt gerade selbstständig" hinaus sind, schon ein bisschen mehr, größere Aufträge machen, vielleicht ein bisschen mehr Umsatz machen. Für die ist das gut, weil man schafft damit den Sprung, das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen für sich und sich zu professionalisieren.